Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Staffel 2 mit Familie Völl. Die Zoe ist am Duschen und der gute Lukas ist am Lesen in Unterwäsche. Ich bin am Überlegen, dass ich sie, also unsere Zoe, umbenennen werde. Denn wenn wir wirklich mit Zoe zusammen sind, kann ich nicht immer Zoe, 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 sondern dann weiß ja gar keiner mehr, wer es ist. Deswegen würde ich, glaube ich, unsere Zoe, unsere kleine Zoe dann doch umbenennen, obwohl mich das echt, ja, es tut mir echt leid. Aber ich glaube, das bringt uns so nichts, weil die Zoe, die wir jetzt kennengelernt haben, die ist ja schon ziemlich. Warum steht die hier mitten im Weg? Die ist ja schon ziemlich cool. Und die passen eigentlich auch sehr gut zusammen. Die verstehen sich auch super. Also wenn wir jetzt mal auf ihn gehen, wir sind schon auf ihn. Was jetzt Beziehungen, also die sind ja wirklich total verliebt, ne? Und das ist jetzt halt so das Problem, was ich dann habe, wenn Zoe dann irgendwann bei uns einzieht, haben wir zwei Zoes und ich möchte keine zwei Zoes haben. Darüber habe ich mich in den letzten Wochen Gedanken gemacht. Nein, eigentlich letzten 2 Tage. Ich werde unsere Zoe, wenn es denn geht, umbenennen, ansonsten werde ich sie einfach anders ansprechen. Und das Umbenennen, das gucken wir jetzt mal, ob ich das überhaupt kann. So, ich glaube, ich muss hier in die Galerie, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es im Spiel machen kann oder ob ich offline dafür sein muss. Das heißt, offline, dass ich. So, kann ich sie irgendwie bearbeiten vielleicht. Beschreibung. Nee. Ich kann zwar ihr Bestreben, glaube ich, irgendwie ändern. Völl. Ja gut, den Nachnamen könnte ich ändern, aber nicht. Ah gut, das ist der Nachname von dem. Oh Mann! Das ist ja. Kann ich das echt nicht machen? Kann ich sie nicht umbenennen? Was ist, wenn ich mit ihr jetzt in. Nee, Mama auf den Plan. Ich will das nur mal ausprobieren. Ich weiß, also, wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte. Oh. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ob man von den bereits erstellten Sims den Namen ändern kann. Wenn nicht, werde ich sie, wie gesagt, einfach anders rufen. Das weiß ich nämlich nicht, ob man das kann, ob das geht. Ich habe, wie gesagt, auch lange Persönlichkeit. Warte mal. Du kannst keine bereits bestehenden Sims bearbeiten. Oh, das ist doch blöd. Warum kann ich sie denn nicht ändern? Mann, das ärgert. Ja, dann brechen. Ja. Ja gut, dann weiß ich nicht. Entweder müssen wir mit der großen Zoe Schluss machen und uns ein anderes Mädel suchen. Oder wie gesagt, also ich würde sie gerne Joyce nennen. Joyce oder Joy. Joy, Joyce, Joy. Irgendwie sowas. Also das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Ich finde Zoe eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, wenn wir zwei Zoes haben. Oder ich muss dem Lukas eine Freundin erstellen. Der Teddy stört mich hier ja echt über alles gerade. Kann ich. Alter. Ja, den kann ich hier draufsetzen. Sehr schön. Okay. Ja, wir haben ja ziemlich wenig Geld. Ich wollte ja jetzt, ich habe mir die Folge nochmal anguckt, die heute dann veröffentlicht wurde. Ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie wann ich die aufgenommen habe. Ich hatte 5 Folgen am Stück aufgenommen. Und, ja, dann einfach hochgeladen und veröffentlicht und dann gar nichts mehr gemacht. Also, ich wollte mit ihm jetzt eine Woche arbeiten gehen, weil er geht ja jetzt arbeiten. Heute, das erste Mal. Und dann wollte ich einen Pool bauen. Also ich wollte die Woche jetzt durchmachen quasi mit ihm. Und dann wollte ich einen Pool bauen. Gut, sie malt schon wieder was. Ich mag es ja, wenn sie malt. Was malst denn da, Süße? Oh, aber das war was anderes außer Regenbogen. Was hier ist ein Raumschiff oder was wird das? Ha? Huh? Bin ich echt mal gespannt, was das jetzt wird. Hier unten einfach so Makaroni im Glas stehen, finde ich total geil. Das Glitzer, Kleber, ein paar Filzstifte, Pinsel. Also sie malt immer mit dem gleichen Regenbogenstift und kriegt alles hin. Was gibt es? Wird ein Flugzeug oder sowas, ne?
Ja? Was gibt es? Es sieht auch ein bisschen aus wie die Raupe Nimmersatt. Ach du Scheiße. Jetzt sieht es nicht mehr so aus wie die Raupe Nimmersatt. Was wird das, Kleine? Okay, das habe ich nicht als Baum oder sowas identifizieren können. Aber was ist das für eine Riesenschleife? Was ist das? Ist sie fertig? Die ist ja nicht fertig. Was ist das? Die ist fertig. Krass. Nein, doch nicht du. Oh Mensch. Jetzt habe ich mich total vertan. Ich wollte das ja direkt wieder aufhängen. Ja. Wieso kann ich das? Och Mann. Ja, schön. Haben wir das. Musst du pennen? Nee, dir geht's eigentlich ganz gut. Wie geht's dir? Dir geht's auch super. Ach Mensch, man kann nachts noch nicht so viel machen, ne? Was möchtest du denn? Mit jemandem plaudern, mit Kind anfreunden, über Lieblingsband reden? Dann müssen wir mit ihr am besten morgen mal in den Park gehen, wenn sie da ist. Ich weiß gar nicht, ob wir mit ihr reisen können oder ob da jemand mit muss. Plaudern die? Angelini! Nun, Oh, okay. Melie! Kind kennenlernen. Ja, müssen wir Gewonnen da mal ein Chance! Kind kennenlernen irgendwann mal, ne? Oh, Quexenas! Ja. Karenzi, Ma, the Yamba, Flix, Yabernum Darzi, good choice. Was reden die? Grau, Baldroga Melpunka, Na, so weit oben, ja? Oh, Papa, toll! Ja, sehr schön, ja. Okay, tschüss, Papa. Ich möchte auch gerne mal fliegen. So, was will sie jetzt machen? Bei einem Hüfttanz. Jemanden einen. Okay. Hüfttanz vollführen. Was? Vollführen heißt das? Okay. Ihr macht es doch. Warum macht sie das denn nicht? Yebu! Love, Chongqing Also jetzt Liegestütze machen. Was ist denn mit dem Trinken? Was ist mit dem Kind Warp. los? Ist es sportlich? Habe Neutral. ich ihr sportliche Eigenschaften gegeben? Learn Nö. to watch. Yeah. Zwei Bouchard Bilder Flash. Good zeichnen, boy. wenn inspiriert. Ach so, wenn sie inspiriert Minimal. ist. Okay. Agile. Corsa. Und sowas habe ich ja noch nie so wirklich gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, wofür das hier gut ist. Ich bin total unwissend. Enthüllt augenblicklich das Hygienebedürfnis. Ah, okay. Aha. Was ist das? Neues Bestreben wäre so. Key Nehmen wir es mal. Boy Ach, genug. Stimbara. Abimova Breezer. Jetzt mach das zu hier. Washupaza. Blefko. Worauf hast du so Choose. Bock? Toward Jemanden you. umarmen? Jay. Pool von mindestens. Ach ja, das Hudson's machen like wir schon. Bobby. Zoe Wobba kennenlernen. Gibba. Muss sein eigenes Kind kennenlernen. Hat er ja gerade Sambuyo. erst bekommen, das Sorgerecht. Weil die Mutter meint, sie müsste. Weiß ich auch nicht. Energiegeladen werden. Mache Champ, Lukas Sim Smalligorbin-Named, energiegeladen, indem du Quinny, Lukas trainieren, Kaffee trinken oder okay. Chinishi, Ja, Pool Laurel, kann man Hey, nicht Fiona, jemanden umarmen. Ja, das kannst du doch auch Harold, machen. Yelp, Hier, du kannst auch deine Tochter umarmen. Yelp, Nackt, in der Unterhose. Also, sie hat auf jeden Fall sehr viel Benga, Spaß. Also, die mögen sich, auch wenn es 5 Uhr morgens ist und die Kleine eigentlich gleich zur Schule muss. Jetzt macht sie erstmal ihre Liegestütze. Wie geil ist das denn? Aber sie ist ja komplett wach. So, ja gut, Kind. Über Lieblingsband reden. Rumpfbeugen machen. Scheiße. Muss ein paar Rumpfbeugen. Da können wir auch noch was lernen. Ach guck mal, sie macht das so richtig schön in der Seite. So, guck mal. Im Röckchen macht sie das. Das ist super.
mit jemandem über Familie. Das ist so blöd, wir brauchen unbedingt ein Kind. Also für sie. Müssen wir dann halt echt nachher mal in den Park gehen? Wann ist sie denn zurück? 15 Uhr. Ja, muss ich mal gucken, ob ich mit ihr alleine überhaupt reisen kann. So, ich tue mal ein bisschen vor, auch wenn sie jetzt nochmal ein Bild eventuell malt. Ja, cool. Oh, das wären Palmen oder sowas wird das, ne? Ne, es wären nur Bäume. Ah, das ist schön. Ah, wieder mit Makaronis. Ja, das ist schön geworden. So, sie geht jetzt. Ist sie weg? Ist sie zur Schule jetzt? Haut sie ab? Wo ist sie? Natürlich, du musst doch nicht so... Ach, du bist noch am Frühstücken. Hast du deine Hausaufgaben? Hast du die? Sehr gut. So. In der Grundschule. So, jetzt ist sie weg. Jetzt haben wir noch mit dir. Du könntest mal aufräumen. Wegliegen. Ihr bringt doch erstmal den Müll. Männer. Alter. Alter. Das ist Schwede, ey. Ach komm, er kann nicht mit Puppen spielen. Das ist ja krass. Er darf nicht mit Puppen spielen. Der arme Mann. Boah, Kälteschauer. Warum bringst du den Müll nicht raus? Männer. Faul wie Hund, ey. Kaffee trinken oder eine erfrischende Dusche nehmen. Ja, dann duschst du mal erfrischend. Und dann gehst du bitte zur Arbeit. Um 10. Da hast ja noch eine Stunde Zeit zu duschen. Schaffst du ja wohl. Ja, läuft. Das ist sehr geil. Oh mein Gott. Ja gut, dann geh du bitte arbeiten jetzt auch um halb jetzt. Ach, du machst ein paar Liegestütze. Du bist ja zwar gerade geduscht, aber... Oh mein Gott. Geburtstagseinladung. Oh, alle reden über eine Geburtstagsparty, zu der Zoe nicht eingeladen ist. Oh nein. Bisher hat sie eigentlich gedacht, der Gastgeber wäre ihr Freund. Warum hat sie also keine Einladung bekommen? Soll sie ihren Freund fragen oder nicht? Also, früher... Als Kind, wenn ich nicht eingeladen wurde, war ich schon traurig, aber irgendwann war es mir dann doch irgendwie egal. Mittlerweile ist es mir wirklich egal. Wenn ich nicht eingeladen werde, ja, Leute, das ist selber schuld, ne? Nee. Ich würde fragen. Es geht doch nicht. Huch, es stellt sich heraus, dass es sich gar nicht um eine Party von einem Freund hatte. Für den Freund von Zoe, sondern eine Fernsehsendung drehte. Zoe kommt sich ein wenig dumm vor, ist aber doch froh, gefragt zu haben. Ja gut, dann sind wir ja doch glücklich, dass sie das gemacht hat. Das freut mich. So, Lukas ist zur Arbeit gegangen. Warten wir jetzt mal auf Zoe. Die kommt ja dann in wenigen Sekunden zurück von der Schule. Und dann versuchen wir, ich hoffe, dass sie jetzt nicht irgendwie müde ist. Nee, gar nicht. Der geht total super. Ein bisschen müde ist sie. Ich versuche mit ihr jetzt wirklich mal zu reisen. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, dass wir mit ihr weggehen können. Schließlich hat sie ja auch ein Smartphone, also kann sie wahrscheinlich auch reisen. Ruft sie sich jetzt ein Taxi wahrscheinlich. Einmal zum Park, bitte! Oh Mann, ich liebe sie voll. Oh, jetzt habe ich einen grauen Bildschirm. Was war das denn? Ja gut, dann ab. Ab geht's zum Park. Ach, das ist so süß, dass das Haus hier nicht steht. Ach, Leute. Oh, Mensch. Da haben wir mal angefangen mit der Familie Rose. Was sind das für geile Bäume hier, ey? Voll cool. Ich glaube, hier werde ich irgendwann mal einziehen. Ja. So, erstmal gehen wir in den Park. Ich hoffe, da sind ein paar Kiddies. Dass wir mit denen ein bisschen klettern können. Das wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Dass sie da ein paar Kontakte hat, dass da vielleicht auch mal ein paar Leute vorbeikommen bei ihr. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie Kind bleibt. Also vom Baby zum Kind geht es eigentlich recht schnell. Allerdings weiß ich nicht, wie lange Kinder brauchen, um zum Teenager zu werden. Guck mal. Hier ist... Oh, das ist die Mutter. Hier ist... Wie heißt es? Wie heißt der? Lucius. Das ist Lucius mit Brille. Brona. Gott, was ist das für ein Mensch? Naja, gut. Geht sie jetzt dahin? Warum geht sie dann nicht hoch? Warum spielt sie nicht mit? Was ist das denn? Gina. Haben wir mit ihr nicht schon mal gesprochen? Die ist so komisch. Spielt sie jetzt mit?
Pirat spielen? Zusammen Pirat spielen. Hier. Hey, kann ich mitspielen? Ja, na klar. Ja, Gott sei Dank. Ah, oh, sie hat mit einem Kind geredet. Das ist sie glücklich. Freundschaft schließen. Gibt sich voll die Anweisung direkt. Ja, ich will die Flugzeuge abknallen. Keine Angst. Mit diesen Panzergeschütz hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind Quallen. Das sind Alien-Quallen. Ich muss die abknallen mit Rauch. Die Sonne blendet. Oh, ein Schatz. Wir müssen den Schatz retten. Schnell. Schnell nach Backbord. Ich hab keine Ahnung, wo links und rechts mein Schiff ist. Was hat er jetzt mit ihm hier? Kommt der jetzt rüber? Spielt ja auch mit? Ja, geil. Der denkt nur ans Essen hier. An Weinproben denkt er schon hier. Ja, ich weiß nicht so wirklich. Die sind, glaube ich, jetzt gerade am Quatschen. Die mögen sich nicht, so wie es aussieht. Was? In Pfütze spielen. Oh, das Ding macht Seifen lassen. Wie cool. In Pfütze spielen. Klick auf eine... Wo ist denn hier eine Pfütze? Ich würde ihr das gerne ermöglichen, aber ich habe keine Ahnung, wo hier eine Pfütze ist. Sie kann hier im Teich spielen. Hier ist doch bestimmt eine Pfütze. Das würde das ja bestimmt nicht auftauchen. Wo ist denn hier eine Pfütze? Leute. Sie suchen nach einer Pfütze. Pfütze, ne? Pfütze. Ich würde ihr das wirklich gerne ermöglichen, aber ich habe keine Ahnung, wo hier eine Pfütze ist. Hier ist keine Pfütze. Nö. Hier ist nur dieser blöde Teich. Hier ist keine Pfütze, Liebes. Das tut mir sehr, sehr leid. Oh. Kann sie vielleicht hier einen Brunnen irgendwas machen? Dekoriert? Dekorationen sorgen für eine schöne Umgebung. Fernsehgeburtstag. Puh, es war eigentlich überhaupt kein Geburtstag. Ein Puppenhaus spielen? Über Lieblingsband reden. Wo ist sie denn jetzt? Ach, sie, geht Hände waschen. Das ist natürlich sehr vorbildlich, weil ich weiß nicht, was an diesen Klettergerüsten alles dran steckt. Das ist natürlich auch ein bisschen bäh. So, haben wir hier vielleicht irgendwie eine Pfütze? Hier hingehen? Och Mensch, das will ich ihr doch so ermöglichen und wir haben... Hier gibt's gar keine Pfütze. Ach, das ist doch schade. Kann sie das aufsammeln? Das kann sie graben? Gehen kann sie erstmal vergessen. Das soll sie erstmal ausgraben. Frösche suchen. Es müsste doch hier irgendwie ein bisschen feucht sein oder so. Och Mensch, das ist doch jetzt schade. Die Arme, ey. Jetzt will ich ihr das da jetzt echt... Ich möchte ihr eine schöne Kindheit bieten und dann sowas. Oh, wir haben ein bisschen Geld verdient. Was ist denn das? Was ist das? Toiletten, okay. Aber gut, dass ich weiß, dass sie auch Toiletten sind. Sonst bin ich mich immer nach Hause gegangen, wenn die mussten. Ach Mensch. Das sind hier gar keine Pfützen. Das tut mir so leid. Haben wir vor der Haustür vielleicht eine Pfütze oder sowas? Guck mal, du kannst auch bestimmt Frösche suchen jetzt. Ich ist ja auch gleich weg. Was ist passiert? So, er hat voll den Kristall. Achso. Oh, sie ist aber langsam echt müde. Würde ich mal sagen, dass wir doch mit ihr gleich wieder nach Hause fahren. Ja, gut. Ich nehme an, dass sie glücklich ist. Sie hat jetzt Lucius kennengelernt und hier so einen Typen. Das ist die Mutter von Lucius. Sie hat echt hier auf dem... Ach, das ist Familie Grusel. Wie heißt der? Alexander. Nee, es ist Lucius. Es ist definitiv Lucius. So, ihr habt einen Frosch gefunden. Möchtest du noch was klettern? Warum gibt es denn hier keine Pfütze? Ach Mensch, das ist voll schade. Voll traurig macht mich das jetzt. Weil ich eh da... Mann. In Pfützen spielen ist nämlich total toll. Das mache ich auch noch. Aber bitte Gummistiefel anziehen, weil sonst ist das ein bisschen bäh. Kann sie hier vielleicht irgendwas machen? Nö, hier kannst du wieder Frösche suchen. Oh, das ist ja langweilig. Hier im Steg irgendwie was.
Sind hier nicht die Mülltonnen, die... Jo. Oh Mann. Ja, schade. Muss gleich zu Hause mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie eine Pfütze haben. Vielleicht ist ja gleich das Waschbecken oder sowas defekt und es läuft aus. Und dann haben wir da eine Pfütze. Ist die, wo ist die denn jetzt? Ach, ich glaube, sie ist am Arsch, ne? Die ist ziemlich müde. Ja gut, dann geht's für dich jetzt nach Hause. Du musst nicht mehr spielen. Du kannst nach Hause gehen. Oh Gott. Ein bisschen schneller kannst du auch nach Hause gehen. Das sieht so lustig aus. Wie sie läuft. Ihrem Trottgang. So, dann geht's ab nach Hause. Es geht nach Hause. Zurück in unser Haus. Und dann gucke ich da mal, ob da eine Pfütze ist. Vielleicht ist ja, wie gesagt, das Waschbecken, das Klo oder sonst irgendwas defekt. Und wir können da in einer Pfütze spielen. Ich denke aber eher nicht. Sieht schlecht aus. Ach, die Arme. Oh Mann. Was kann man das noch essen? Süße. Das kann ich wohl. In. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist so rohe, rohe Scheiße, ist das hier. Tschüss. Wieso kann ich das nicht? Ich bist auch. Ihr seid, warum seid ihr alle so müde? Mann. Nichts los hier in der Hütte. So, was möchtest du? Du schläfst jetzt. Naja, gut. Warum ist sie schon wieder wach? Ach, sie ist schon wieder. Ja, hier, dann kannst du hier das rüber. Also, du kannst nicht kochen, ne? Man kann nicht kochen. Oh Mann. Meine Hände sind so kalt, das ist voll ätzend. Was mampft sie da jetzt? Terrarien, ja, sehr gut um 20 Uhr. 0:20. Ich glaube, ich esse aber auch gleich noch was. Wir haben auch gleich 0:20. Also noch so bunte Kringel. Ich finde die voll toll, aber irgendwie schmecken die nie. Du bist glücklich, ne? Ja, ess weiter. Hopp. Hast du Hausaufgaben, die du machen musst? Bestimmt, ne? Ja, siehst du? Mach die mal. Und dann können wir das verkaufen. Ja. Was? 25? Kann ich das irgendwo platzieren? Ja, cool. Schön mitten auf dem Küchentisch hier, ne? Also das ist wahrscheinlich schon verdorben. Das kann das. Nee, muss ich dann jemandem sagen, dass er die rohen Eier da wegmacht. So, sieht man jetzt schon ihre Hausaufgaben auf dem Schreibtisch? Kann ich das hier aufs Regal setzen? Oh Mäh. Quack. Blinzel, wie geil. Aber dass sie da nicht raushüpft. Naja, lassen wir mal. Also, sie wollte doch immer. Oh Gott. Ich wollte doch im Puppenhaus spielen, ne? Machen wir das gleich auch nochmal. Voll der Riesenstuhl, ey. Mein Gott, ey, das arme Mädel. Das ist voll der Zwerg. Der Riesenstuhl, der ist so geil. Ja, den kann sie auf jeden Fall nachher noch behalten. Den Schreibtisch werden wir wahrscheinlich ersetzen, das ist ein Kinderschreibtisch. Obwohl der eigentlich noch gar nicht mal so schlecht aussieht. Sollen wir mal gucken, wenn sie Teenager ist, was sie denn von den ganzen Sachen noch verwenden kann. Also ich weiß, Puppenhaus wahrscheinlich nicht mehr, das auch nicht mehr. Aber hier so das Bett, das könnte man dann mal ersetzen dann auch. Teenager kriegen ja dann direkt ein neues Bett. Ne? Habe ich auch beantragt damals. War vor allem voll ärgerlich, weil ich mit 10 Jahren ein richtig teures Bett geholt habe. So richtig massiv und so holzmäßig. War echt teuer. War noch D-Mark damals. Ich glaube, 3 oder 4 Jahre habe ich gesagt, ich möchte es nicht mehr. Es war nicht, es war. Kam schnell. Dass ich das nicht mehr wollte, weil 90 Zentimeter. Ich glaube, 12, 13, 14. Oh, ich muss jetzt mal über. Ich glaube, mit 14 habe ich gesagt, ich möchte ein großes Bett haben. Ja. Ja, und dann habe ich dann so dieses Klischee-Futon-Bett von Poco.
Bedenken gehabt für 129 Euro, glaube ich, damals. Das habe ich aber lange gehabt. Das habe ich sehr lange gehabt. Das quietschte nur irgendwann so ein bisschen extrem. Das war ein bisschen doof. Jo, also, du musst, ich weiß nicht, was du jetzt gemacht hast, du musst auf jeden Fall Pipi machen und du hast Hunger. Dann ess doch deine Cerealien schnell auf. Was hältst du davon? Und dann gehst du Pipi machen. Der Stuhl auch so riesig? Ja, die Kinder sind allgemein ziemlich klein. So, was hast du jetzt hier? Jemanden kennenlernen. Klick auf einen unbekannten Sim. Jetzt möchtest du einfach nur irgendjemanden kennenlernen. Bist du jetzt satt? Bist du fertig mit Essen? Dann räumst du jetzt bitte auf. Bist ja ein. Das kannst du nicht aufräumen, ne? Und dann gehst du wirklich mal Pipi machen. So. Oh, der Schwamm! Oh mein Gott. Ich finde sie echt niedlich. Ich glaube, eine Joyce wäre doch ein bisschen besser gewesen. Obwohl Joyce haben wir ja in einem anderen Let's Play momentan laufen, ne? Ich glaube, deswegen bin ich von dem Namen so angefixt. Vielleicht ist sie auch irgendwann mal ein Medium, unsere kleine Zoe hier. So, und wenn du fertig bist mit Pipi machen, dann kannst du noch ein bisschen was im Puppenhaus spielen. Nulch? Mit dem Haus von Nulch spielen. Habe ich die letzte Folge gemacht? Er ist ja Nulch. Gott, ich weiß das nicht mehr, ne? Ich muss echt öfters aufnehmen. Es ging jetzt auch eine Zeit lang nicht, dass ich nicht aufnehmen konnte, weil meine Festplatte einfach zu voll war. Ich habe die jetzt. Ich hatte echt nur noch 60 GB frei. Es wäre vielleicht nur eine Folge gewesen. Und, ja. Was macht sie denn da? Und, jetzt habe ich Gott sei Dank wieder knapp 660 oder so. Gut, gleich jetzt nicht mehr. Aber das hat sich dann doch ein bisschen hingezogen, deswegen konnte ich auch nicht aufnehmen. Ich muss jetzt auch wieder darauf achten, dass ich direkt immer schön wegrenne, am besten direkt hochlade und auf die externe Festplatte schiebe. Ach, interner Kram, den euch nicht interessiert wahrscheinlich. Was hat sie denn da für ein Püppchen? Die sieht ja voll. Die sieht aus wie diese Monsterhai-Puppen. So, jetzt möchtest du noch ein Instrument spielen. Oh mein Gott, du bist aber echt teures Kind. Was ist, oh, gefällt dir das nicht? Bist du unzufrieden? Kannst auch mit anderen Puppen spielen. Ach so, Puppen spielen mit. Oh, hier sind sie geheimnisse gucken. Oh Gott. Ich habe mir dann Röschen Barbie auch sehr viel anvertraut. Ja, das lasse ich mal so im Raum stehen. So, ich würde sagen, wir lassen Zoe spielen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Corncrunch, Ciao. Jetzt hat sie you're back. Long-tailed Zwillingspuppen. witch, Guckt mal. Ciao, crafty Leute. fish.